kritische Beamte werden aus dem Dienst entlassen, die Gewerkschaften aufgelöst und alle politischen Parteien bis auf die NSDAP verboten. Deutschland wird gleichgeschaltet. Die Nationalsozialisten bringen Presse und Rundfunk unter ihre Kontrolle. Es gibt eine vorauseilende Gehorsam, wo Leute schon den Nazis zuarbeiten sozusagen. Sie, sie wissen, was gewünscht wird und sie tun das also gegen diesen ähm, jüdischen Nachbarn, Kollegen. Und Kolleginnen, bevor es überhaupt einen Befehl dazu ähm, gibt. Dieser Krieg findet eine Gewalttätigkeit statt, die das natürlich mit Massakern, mit ähm, Gewaltaktionen äh, von vornherein ist, das Bestandteil dieses Krieges. Im Rücken der Front beginnen sogenannte Einsatzgruppen sofort mit Massakern an der jüdischen Bevölkerung. Ab Kriegsbeginn 1939 errichten die Nationalsozialisten in Deutschland und in besetzten Gebieten etwa 1000 Lager, in denen Menschen eingesperrt, ausgebeutet und getötet werden. Die Nürnberger Gesetze teilen die Deutschen in Reichsbürger und bloße Staatsangehörige mit minderen Rechten ein. Wer als Jude gilt, kann nicht Reichsbürger sein und kein öffentliches Amt ausüben. Ich kann keine Gruppe verfolgen, ohne zu definieren, wer diese Gruppe ist. Und das ist die gesetzliche Grundlage für alle diese Verordnungen und Gesetze und natürlich auch später für die Deportation und Vernichtung. Und das ist ja ein Punkt, das ist eine Definition von außen. Wir sagen, was du bist, und zwar letztlich damit ja festgelegt auch aufgrund von Herkunft als Blut. Das Blutschutzgesetz verbietet die Heirat zwischen jüdischen und nichtjüdischen Deutschen. Wer dagegen verstößt, wird mit Gefängnis bestraft. Ich bin ein deutsches Mädchen und habe mich vom Juden schänden lassen, steht dann auf dem Schild, was diese Frau tragen muss. Und das ist natürlich genau das in der Definition über Blut, über Herkunft, die Mischung von jüdischem und deutschem Blut. Es gibt kein jüdisches, kein christliches. Kein muslimisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Da es keine wissenschaftlichen Mittel gibt, Menschen als jüdisch zu definieren, machen die Nationalsozialisten die Glaubenszugehörigkeit zum entscheidenden Kriterium. Sogenannter Volljude ist, wer von mindestens drei jüdischen Großeltern abstammt. Als Jude gilt auch, wer zwar keine jüdischen Großeltern hat, aber einer jüdischen Gemeinde angehört. Menschen mit nur einem oder zwei jüdischen Großeltern werden zum Mischling ersten oder zweiten Grades erklärt.